Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Borderlands 2. Dieses Mal mit dabei ist der liebe Elite-Tiger und wir haben Rachel im Hintergrund. Hallo. Und wir werden jetzt Borderlands 2 spielen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Genau, weil wir hatten wieder mal bald zusammen Bock gehabt, Borderlands 2 zu spielen. Da dachte ich mir, ey, machen wir es einfach mal zusammen. So, neues Spiel. Ja, Mann. So, du willst also noch eine Geschichte hören. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht Pech, ich erzähle sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer. Überspringen wir es, genau. Ein Alien-Gefängnis. Drücke Kreis, okay, gut. Ja, okay, du wolltest Zero nehmen, hast du gesagt? Ja. Ich werde mich dafür entscheiden, was ihr in den Kommentaren geschrieben habt. Ich werde mich für Exen entscheiden. Das ist natürlich die Frage, welchen Kopf nehme ich denn? Ich weiß, ich kann nochmal ändern, aber so für den Anfang, was nehmen wir denn da? Ich könnte jetzt schon eine Kapuze nehmen, Skin. Praktisch, wenn man schon so viele Köpfe hat, ne? Richtig. Oh, das sieht gerade so verkehrt aus. Leckeres Fleisch, aber was habe ich denn noch für Skins? Gucken wir mal. War eigentlich, ich glaube, das hier gehört eigentlich mit dazu. Fortgeschrittene Kriegsführung. Das ist, glaube ich, so die Kombination, die dazu passt, aber... Wir gucken mal, wir sind ja am Anfang in so Schneegebiet unterwegs. Dass ich dementsprechend auch ein bisschen so passend gekleidet bin. Boah, das sieht aber auch geil aus hier. So Daltan-Muster, Camouflage-mäßig. Das nehme ich. Ey. Gut jetzt. Süßer Kater, schön. Ja. Ja doch, ich glaube, so bleibe ich. Okay, gut, bist du bereit? Ja, bring ihn jetzt noch raus. Ich habe auch schon Kreuz gedrückt, wunderbar. Das ist zu laut. Das ist... Oh, ich höre ihn im Hintergrund. Digga, du musst noch bestätigen mit Kreuz unten. Ach so, ja, da war was. 3, 2, 1, go! Risiko! Ah, ich sehe ein Licht schon wieder! Es ist zu hell! Ich glaube, meine Freundin hat sich ein bisschen erschreckt. Noch ein toter Kammerjäger! Ah, meine Hand! Oh nee! Er ist wieder da, nein! Wir sind eindeutig beim Teufel. Moment, du bist nicht du. Nehmt ihn weg! Ja. Guck mich nicht jetzt an, es hat mich angeschaut! Claptrap, dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen! Ja, ich bin gekommen. Ich bin auch gekommen. Oh, hier ist überall Kokain, oh herrlich! Sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder hier existiert hätten. Im Sommer. Ich hab was für dich. Ich auch nicht, also noch nicht. Hier, bei mir sieht aus, als ob wir gerade in den Schnee kacken. Ja, das sieht auch gerade so aus. Und einer Minikarte ausgestattet. Und jetzt, mein Freund, wir haben nur 10 Leben, wunderbar. Fantastisch! Da ich jetzt einen Folgen wir diesen kleinen Teufel. Habe, kann ich mich endlich ja. Dem Widerstand in Sanctuary anschließen, mich an Jack oh ja, wir kriegen ja Sachen geschenkt. Da war ja was. Richtig. Von Gearbox, von der Marke Gearbox. Ja. Tolle Marke. Ich muss erst noch meine Sniper ausrüsten. Mal gucken, ich glaube, ich krieg so einen Combat Rifle, wie ich hier sehe. Genau. Eine Combat Rifle, eine SMG und eine Sniper kriegst du. Richtig, genau. Gar nicht mehr so verkehrt. Hm? Aber das ist von Hyperion. Ich bin ja großer Fan von Hyperion-Waffen. Aber eigentlich kann man diesen Skin und so den Kopf eigentlich weghauen. Richtig. Braucht man nicht, aber so Disco-Knittergeld ist ja nie verkehrt am Anfang. Sehr gut! Deine Fähigkeit, kurze Distanzen zu überwinden, ohne zu sterben, wird Handsome Jacks Untergang sein. Hey, richtig, damit werden wir ihn besiegen. Hey, weißt du, was lustig ist? Bei mir steht, ich habe volle Leben. Und bei dir steht, so wenig. 10%, ja, bei mir steht auch dran, dass du volles Monster Leben hast. Öffne dich! Ich hacke. Kleiner Beitrag bin zu der Hacker. Sicherheit. Man muss diese Bullymons in Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus. Überall kaputte Claptraps, ist nicht schön. Na, Jack, musst du ein bisschen Dampf ablassen, ich kenne das, ja. Das Borderlands-Zeichen? Ja, das ist hier drin. Bisschen Geld. Das Pokergeld, glaube ich. Richtig, ja, die Poker, das geht man auch wegnehmen. Ja, seine geile Pornokrotte, da sieht man auch, dass er abgespritzt hat. Mehrfach. Warte, hier, auf dem Klo. Die Playboy-Heftchen. Ja, und guck mal hier, hat er auch abgespritzt. Ja. Oh lala, was war das? Knucklebreaker!
Weißt du, was ich hoffe? Wir kriegen diese komische Pistole. Die habe ich aber mal im Let's Play vom zweiten Teil gleich für Funny bekommen. Das war so geil. Ja, aber das ist aber so auch so eine 50-50-Chance, ob du sie kriegst oder nicht, ne? Ich habe sie gleich einfach nie bekommen. Das war mega geil. Vor langer Zeit erinnerten vier Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Also ich werde nur mit Pistole und Sniper kämpfen. Alles klar, dann nehme ich Combat Rifle und SMG. Ich bin der Dackermann und bring das Dacker ran. Und ab und zu vielleicht noch so ein Sturmgewehr, dass ich noch so ein bisschen variieren kann. Klepp dir einfach auf. Ja, hier sind wir jetzt nur noch hier in der Untertan. Gib mal die Muni her. Ja, genau, das kann man auch plündern, genau. Vielleicht jagen wir uns auch zwei Bullymonks. Oder vielleicht auch fünf. Oder fünf. Ja, wir haben Riesenhunger. Bullymonk-Hoden mit Kartoffeln. Lecker. Mit Sauerkraut oder dazu. Ja, viele essen sogar Känguru-Hoden, Alter. Das ist geil. In so manchen Ländern. Ja, also, Australien zum Beispiel, beim, in diesem einen hier, wie ist nochmal in diesem einen Camp? Dschungelcamp, genau, Dschungelprüfung. Ja, wo kommen sie? Maschallah. Na, die kommen da gleich durch. Ne, die kommen von oben erst. Genau. Fass, Untertan, Fass! Einen habe ich. Ben. Ey, komm her. Schön mit der Axt in den Kopf. Zwei schnelle Tode. So. So, ich geb dir von oben Decke. Wunderbar. Ich gehe mal mit denen ein bisschen auf Tuchfühlung. Kommt her, ihr feigen Schweine, ich brauche jeden Knochen einzeln. Jacks Mutter steigt aus dem Bett. Genau. Na, wo sind sie denn? Da, hab dich. Du brauchst die Hilfe dieses lustigen kleinen Roboters, um Sanctuary zu erreichen. Was heißt hier lustig? Er ist nervig. Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Begib dich nach Sanctuary. Ach ja, jetzt steckt er im Schnee fest, genau, und reißt irgendwelche Kommentare. Hier, da, Hitze. Oh, das sieht aus wie so ein Pinguin, weißt du? Wir haben einen kleinen Pinguin. 0-0 klappt. Tot. Ich hoffe, es hat weh getan. Und das nachts. Na komm her, du willst Nahkampf, komm her. Hey Kiddo, Jack hier, Präsident von Hyperion. Handsome Jackie! Geiler Typ. Da muss man sich nachspritzen. Von mir. Siehst du das Problem? Du lebst noch. Ich glaube, Clips wird der freut sich jemand, Jackie zu sehen. Das garantiert. Spielt Assassin's Creed hier oder was im Spiel? Mit der Kapuze? Natürlich spiele ich gerade Assassin's Creed. Kommt ja auch, es kommt ja auch irgendwann, ich glaube am 4. November irgendwie Assassin's Creed Valhalla raus, glaube ich. Ist ja auch bald. Er kommt. Der Knucklebreaker. Das Auto hätten aber noch Kinder in Afrika essen können. Wie bitte? Manchmal hat es sogar kein Waffenlevel, ne, die Waffe. Richtig. Ey. Hab dich. Komm mit Rifle. Tot. Mal gucken, hat das gedroppt? Ich guck mal. Sieht also nicht so aus, nein. Hat es noch nicht gedroppt, okay, schade, hätte sein können. Hallo. Aber hey, ich habe schon beweist, dass es da auch auf Anhieb auch funktioniert. Ah, ich glaube, das war jetzt nachladen, ja wunderbar. Komm her. Man kennt ihn. Auge. Ne, hier sind leider nur Revolvers und so. Ja, ich will dir mal eine Faust ins Gesicht stecken. Aber ich weiß, zurück. Dass du die Wahrscheinlichkeit bei den beiden hier Bum-Bum
dass du da eine große Chance hast, Legendary zu kriegen. Ja, die Granate, die man da bekommen kann, ja. Skinner! Lyresburg liegt auf der anderen Seite dieses Hyperion-Frachters. Wie wär's, wenn wir durch ihn durchgehen, Kumpel? Sicher, nach dir. Das ist Hyperion-Technik! Pipifax! Und öffne dich! Skinner! Eindringlingsalarm. Oh, Skinner. Oh, der Name kommt mir bekannt vor. Von welchem Film? Simpsons. Ja. Es ist dieser Skinner! Ist das nicht dieser komische Direktor? Ja. Der hat immer auf Bart abgesehen. Und der hat die ganze Zeit diese Vietnam-Flashbacks hat. Johnny! 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 Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist. Willst du? Ich bin mit fast allem. Da kriegen wir weitere Punkte. Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary. Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst. Du brauchst nicht viel reintun von diesem Waschzeug. Das ist so intensiv. Ach nee, wir kriegen nur einmal eine Pumpe. Alles klar, und jetzt du gerade. Okay, gut. Ja, du kannst sie gerne haben, wenn du brauchst. Nee, passt schon. Im Nahkampf wäre sie ja nicht schlecht, ne? Ja. Auch wenn sie nur ein paar Sekunden dauern, aber. Bleibt halt ein bisschen dynamischer, weißt du, wenn ich es rausschneide. Oh, warte mal, wir können beide hier oben bleiben und von hier oben aus snipern. Ja. Moment, wir bleiben beide hier oben, wir sind jetzt beide Sniper-Buddies. Achtung, Leute von Pandora. Einer ist kaputt. Ey, wow. Und ich biete jedem, der mit dem Kopf des Kammerjägers bringt, der gerade in Sniper-Buddies. Ist eine Million Mäuse. Da, ich sehe ihn. Hey, wer kämpft dich da gerade an? Stirb, du Trottel. Hab alles easy. Weidmanns Heil, Banditen. Ich sehe ich auch. Kommt dieses Weidmanns Heil nicht auch so ein bisschen von früher so? Nein, das ist einfach nur für, dass sich Jäger halt gegenseitig hier Glück wünschen und so. Snappen wir weiter. Hä, das ist schon fertig. Ne, da unten sind noch ein paar Banditen, da ist noch einer. Guck mal, da sitzt einer. Kopfschuss! Ey, den wollte ich gerade holen. Oh, warte mal, Schüsse, da sind wieder welche. Sehr gut erwischt, da, dich sehe ich. Tot! ich seh den von hinten nur einfach so, das Kopf. Ey, da ist einer. Na, verfehlt, Moment. Du bist mein Navigator. Sagenhaft. Zuerst greifen Captain Flints Banditen an, dann taucht Claptrap auf. Okay, da läuft einer. Erwischt. Hündchen gequält haben, dass ich so etwas verdient habe. Sag, Kammerjäger. Ach, du bist unten, okay. Männer für mich killen? Ja. Was ist erwischt. Los mit euch? Tötet den Skaklecker. Ich sehe noch jemanden, ich sehe dich. Ich sehe Bullymongs rumfliegen. Du gibst auf und wir verpassen dir einen Kopfschuss. Schnell, sauber und weitaus gut. Erwischt. Das, was ich messer dich, komm her. Ich sehe einen besoffenen Claptrap. Ich glaube, er hat einen epileptischen Anfall. Und das nachts. Bleib doch mal stehen, ich versuch's zu erschießen. Du hast ihn erwischt, okay. Verdammt! Ja. Es ist noch nicht vorbei, du Arsch. Ja. Hör mal, das Spiel schon hin und auswendig bin. Gleichfalls. Ja. Man kennt es. Ja, ich denke, aber es ist ja auch verdammt gutes Spiel, das muss man jetzt zugeben. Ja, das stimmt schon. Ich deaktiviere vorher noch den elektrischen Zaun für euch. Genau, der wird dagegen laufen, sterben wir. Lass Claptrap zuerst gehen. Ich wusste, Hammerlock würde es sich anders überlegen. Los, Biggie, Selbstmord. Bring dich um. Zwei Kugeln in einem. Das hat ihm doch gefallen. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Er kommt. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammerlock. Cooler Typ. Stets zu Diensten. Ich kam her, um die Bullymongs für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flints Männer setzten mich auf diesem Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Du hast also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flints Banditen besiegt? Unglaublich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Wenn du mir jetzt bitte das Roboterauge geben würdest. Hier ist eine Hyperion-Waffe. Zeig hier, was gibt's denn hier Schönes? Waffen, wundervoll! Ja, ab Level 3. Ich hab leider, warte mal, gleich dürfte ich genug Geld haben, warte mal. So, ich
Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Spaltig, verkaufen. Habe ich jetzt genug? Ich guck mal. Das war's auch schon. Ich habe jetzt genug, ich könnte es mir kaufen, doch, doch. Hol ich mir auch am besten. Ist geil, will ich haben. Hyperion. Bin ich ja großer Fan von. Ja. Erst mit Level 3, aber ich habe ja dann bald wieder ein Level ab und dann passt es ja. Zeit, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammentun. Auf diesem Gletscher hier außen nur Trottel und Mörder. Wie zum Beispiel dieser Harry. Keule. Jetzt, wo Lyersburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sind. Ja, und dann kriegen wir ja so ein richtig geiles Combat Rifle. Oh ja. Wie ich sehe, sucht unser furchtloser Anführer Jack nach dir. Charmanter Kerl, was? Erst faselt er was davon, dass er dem Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Ich schildere wieder zu lebhaft, was? Tut mir leid. So, rede mit dem Mann. Na, bist du ja. Gebt mir eine Mission, wir müssen den Friedhof bereinigen. Obgleich Captain Flint in ich gehe unter die Brücke. Ja, da gehe ich zum Friedhof, ne? Alleine. Nachts. Ja, und ich unter der Brücke. Nachts. Alleine. Level up. Level up. Oh, ich hab ein Schild, ein 112er bekommen. Stirb! Oh, warte, nachladen, Moment. Komm mal her. Bald deine Steinchen für dich. Deine Steinchen der Weisen. Ja. Auchi. Die tun weh. Dich hau ich. Bam. Das wäre natürlich noch viel schöner, wenn irgendwer... Tiger, nein, warte, ich stirb nicht. Ach, du lebst wieder sehr gut. Ich kann nur noch mich selbst aufpassen. Guter Mann. Werden es sich künftig zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Hoffentlich jedenfalls. Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück. Hier bin ich, Hammerlock, gib mir das Combat Rifle. Und wie gefällt dir das? $12. In dieser Stadt war mal ordentlich was los, aber dann flohen die Bewohner nach Sanctuary, um sich vor Jacks Armee in Sicherheit zu bringen. Zumindest die meisten von ihnen. So. Captain Flints Männer töteten jeden, der blieb. Combat Rifle, ja, das ist besser. Ausrüsten, genau. Hallo, Söldner. Gib mal hier alle, nehmen es von her. Ach, hast du schon angenommen, sehr gut. Willst, brauchst du einen besseren Schild. Ja, wir haben gerade ein Schild bekommen. Das ist doch total Käse eigentlich, aber egal. Ich habe gerade ein Schild gefunden, was 100. Na, 105. Ne, 112. Egal, geh mal zum Fahrstuhl und nebenbei, ja, knöpfen wir uns ein paar Bullymonks vor und ziehen das Fell über die Ohren. Ja. Ich glaube, wir müssen sogar erst um die Klepptipp reden, damit der. Ach nee, wir müssen erstmal das Tor öffnen, genau. Hyperion. Vladov. Gute Waffenmarken. Das stimmt, was ist hier? Na, 90er Schild. Ich könnte ja von hier oben aus noch ein bisschen snipern. Ist ja jetzt keine Todsünde. Moment. Die sehen gerade so verlockend aus. Die warten doch nur darauf, weggeschnappert zu werden. Rex! Ich seh dich! Tot, dich seh ich auch! Tontauben schießen! Da kommt ein paar Rex vom Hügel. Komm, zeig dich. Ja, genau. Zeig deinen potthässlichen Kopf, genau. Reloading! Oh, Gesundheit! Danke! Oh, Junge, Junge, Junge. Beim dritten Mal muss ich ja rausgehen. Ich habe mal ein paar Rex getötet. Guter Mann, die geben gute Erfahrungspunkte. Wie fühlt sich das tot an? Schön den Kopf geschossen, obwohl er in Deckung war. Aber ich glaube, da kommen noch welche, wenn du da jetzt runtergehst. Ja, mal gucken, du kannst mir von oben aus Deckung geben. Auf zum Aufzug. Sarpedon! Sarpedon! Sie kommt. Sarpedon! Sarpedon! Ich liebe dich! Sarpedon! Ah, aber das Fass, wer hat auf das Fass geschossen? Was du das? Stirb, Marodeur! Level up! Ich war es nicht, nein. Es war bestimmt diese Sapenudel. Sapenudel! Jetzt, wo die Sapenudel tot ist, kann ich den Laser auch von dort aus rebooten. Jetzt von Ernst, die Sapenudel. Sapenudel! Sapenudel! Ja. Das war's. Ja, das war's. Du hast auch ein Level up, wunderbar, komm her.
Ach ja, ich kann erstmal runterholen, Moment, ich hole ihn runter. Also, nee, wir müssen noch die Dings holen. Ja, stimmt, den Schaltkasten, genau. Und da können wir nebenbei den Bullybox das Fell über die Ohren ziehen. Ja. So ein Scherzkeks. Besorg einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und den Feuerwasser wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Feuerwerk! Hui! Tot! Ah! Irgendwie das hat ein Fass hochgejagt. Faust, ich helf dir, warte, Bruno. Ich lebe wieder, wir sind die Bullymongs. Wir können die ja mit ein paar Waffen schwächen und dann mit dem Nahkampf erledigen. Wir brauchen das Fell. Ja, aber lass das mal die komischen Boots hier töten. Ja klar, bin dabei. Mann! Tot. Oh, du hast einen Nova-Schilderheiten. Ey! Granate, das ist nicht fair. Woher weißt du, dass ich Nova-Schilderheiten habe? Ich habe das gerade gesehen, ich wollte das selber gerade aufheben. Ach so, kannst du gerne haben, wenn du willst. Ich würde dir helfen. Na, ist ja Käse, wir müssen jetzt eh gleich ein Schild kaufen, also. Vielleicht gibt's da auch sogar ein Nova-Schild oder. Oh, warte, ist mal hier drinne. Hyperion, aber ich habe eine bessere. Oh, Maliwan, sehr gut. Die würde ich nehmen, wenn du ja, nur ruhig, ich habe ja schon Hyperion, bin ich ganz zufrieden damit. Komm mit, wir ziehen jetzt das Fell über die Ohren. Erst anschwächen und dann mit dem Nahkampf erledigen. Autsch. Tiger, nein, ja, hau ihn kaputt. Hau ihn kaputt, genau. Und dann heile mich bitte, ich bin direkt hinter dir. Warte, ich komm nicht ran. Ich lebe, alles gut. Ich bin ein Ehrenmann, ich helfe jedem. Und er ist, war ein Schlag noch, tot, sehr gut. Haben wir das? Ja, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen gegen die Biester erwehren. Fertig. Ah, nee, da ist noch irgendwo was. Na komm, kann ich verkaufen. Ne? Ach, da oben. Ach, da oben. Ja, Granate, Flieg und Sieg. Zwei Headshots verpasst. Ich habe nämlich jetzt immer weiß von irgendwoher eine Granate gefunden. Mama mal lieber. Mama mal lieber. Damit kann man alles abfackeln. Ist geil. Ja, ich bin halt Feuerteufel. Ne? Ich sehe schon bei Pen and Paper, weil es gibt ja auch direkt eine Klasse, die halt Feuer spucken kann, wo feuerresistent ist. Ich glaube, das wäre was für dich. Oh ja. Ich bin ja schon so bei Gitter und so. Sprengstoffexperte, natürlich. Explosiv! Ich bin Torque in GTA. Torque! Wow, 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 wow! Du kannst. Ja, klar, Hebel betätigen, so. Du hast vielleicht nur noch 3 Leben oder so. Zwei, ich hab noch 2 Leben. Reicht aus. Töten wir Handsome Jack. Gibt es nicht für die Radios auch irgendwie so eine Quest, so eine Dings hier? So, wir müssen ein Schild kaufen. Warte mal, ich muss erstmal zurück loswerden. Gewährt immun gegen Korrosionsschaden. Erstmal die Sachen verkaufen. Ach, jetzt habe ich hier. Jetzt habe ich diese Maliban machen. Also, es gäbe da ein Schild, aber. Hab grad nicht genug Geld. Was günstig ist? 167 ist das günstigste Schild. Ach, du hast schon gekauft, na ja, dann geht's ja. Okay. Und dann wieder verkaufen. Hier ist noch Heilung. Sehr gut, ich komme sofort, da bin ich doch gern dabei. Moment, oh, warte, Geldkiste, Moment. Hier. Ach, hier im Schrank, sehr gut. Okay, 36 Leben, ich denke, das schaffen wir. Wir bekommen ja eh keinen Fallschaden, wenn wir da jetzt runtersprengen. Ui! Ja. Ach, apropos, bevor wir das machen, lass doch hier noch die Quest für Dings mitnehmen. Ja, also, stimmt, weil wir hier mal Banditen killen, da kriegen wir ja dann, genau, da war ja was. Nosferatu! Da ist es. Hab's so. Sehr gut, gehen wir wieder zurück. Ja, innerhalb eines Tages Hyperion hat Kapitän von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Ja, ich freue mich schon nachher auf die Nudelhof. Ich habe noch Lasagne übrig. Lasagne ist auch gut. Vor allem schön mit Worcester Soße, das ist ein Genuss. Du hast eines von Helena Pierce. Aber nur die Dresdner, die schmeckt am besten. Aber ich sag mal so, Worcester kannst du ja in allen möglichen Zeugs mit reinmachen. Richtig.
selbst. Ich habe das in eine Gemüsepfanne mal gemacht. Gemüsepfanne-Dings da. Boah. Ich habe die so gut hinbekommen fürs erste Mal. Da ist er, Handsome Jack. Hier ist Jack. Und Wilhelm. Was bedeutet das? Verzeihung, wieder hoch. Ihr Name? Pierce. Ah, jetzt. Also, Miss Pierce. Und bitte brechen Sie mir jetzt nicht die Sache, die Handsome Jack hat ja Wilhelm vergiftet. Das sagt er auch später. Darum können wir den auch später so besiegen. Ach, deswegen konnten wir ihn anhitten und so. Das richtig, ja, das sagt ja Jack dann später im Dialog, dass er halt Wilhelm vergiftet hat. Wo du recht hast, hast du recht. Ah, ich hab's. Also, ich mach Ihnen einen Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal, wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lass euch alle gehen. Mein Mann hat mir einen Skeg-Perlenring geschenkt. Die Perle hat hungerverursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... Wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht einem ja das Herz. Peng! Jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam. Wenn Frauen übereinschreiben. Mit Freundinnen. Meine Fresse. Hast du ja drauf gesehen, wie er so... Willst du ich brauche aber gerne eine Sniper von. Ja, dann reden wir gerne mit Hammerlock wegen der Sniper Rifle, ist ja kein Problem. Trillionen Dank, Kammerjäger. Dank dir sieht ein dummer alter. Oh, hier, schicker Hut, guck dir mal an, hier, schönes Fell hier oben dran. Damit meine ich natürlich mich. Oh, ja, so ein Dingsbums hier. So ein Dingsbums. Bulli-Zwerg müssen wir jetzt, den Bulli-Monk-Zwerg müssen wir jetzt töten. Ist die Antwort, bin dabei. Ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch Monk für mich. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu sprechen. Hey, bleib mal ruhig, okay. Ja, du Bruder. Ja gut, lass sie doch. Oh Mann, das muss ich ja noch sagen, pass auf, als ich in Erfurt gewesen bin, wir hatten schon mal ein paar Mal über das Thema Trap gesprochen, nicht wahr? Und da gab es ein paar Traps, also quasi, ich bin da hingekommen nach Erfurt und da waren halt ein paar Viber gewesen, wo ich dachte, boah, die sehen vielleicht rattenscharf aus, aber in Wirklichkeit waren es Kerle gewesen, das war sehr unangenehm. Oh, die hatten wirklich so ein paar Kurven, vor allem, weißt du, wir Männer und Frauen unterscheiden uns auch vom körperlichen Bau her, weißt du, Frauen haben ein paar Rippen mehr und die haben auch ein paar Kurven und Taille und so. Und die Typen, die rumgelaufen sind, die hatten das auch gehabt und vor allem auch, wie die geschminkt waren. Ich dachte, es wären Frauen gewesen und dann so bin ich halt wirklich auf einen Meter rangerutscht und dann so, oh, das ist ein Typ, ja. Oh, das ist ja bitter. Das war halt wirklich sehr unangenehm. Aber das ist halt so die Kernessenz von Traps. Du denkst wirklich, es sind vorher geile Weiber und dann sind es wirklich kalt Kerle. Ja, vor allem, wenn du auch hier dieses Cosplay machst, dann weißt du auch nicht, ob das innen ist, das jetzt ein Mädchen oder was das ist. Ja, vor allem, pass auf, ich habe den Anime Apokrypta gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Anime kennst. Da ist ja auch so ein Charakter, Astofolo nennt sich der. Und das, ich dachte wirklich bis zum Schluss der Serie, das wäre ein Vibe, weil pinke Haare, der Charakter benimmt sich so wie ein Vibe und trägt die ganze Zeit so Frauenkleider. Und dann stellt sich auf einmal raus, oh, das ist ein Kerl. Da war ich auch erstmal baff gewesen, weil ich dachte wirklich, bis zum Schluss der Serie, das wäre ein Vibe gewesen. Aber dass man so, ja, das ist schon so krass. Wenn man denkt, das sind Mädchen und dann auf einmal sind das Typen. Richtig, ja, zum Beispiel Nier Automata, da gab es eine, die sah halt aus wie Nier Automata, hast du gespielt, oder? Was? Oder schon was von gehört? Nier Automata, kommt dir bekannt vor? Nee, leider nicht. Pass auf, da gibt es einen Charakter, die heißt To Be, das ist so eine Gothic-Lita, die sieht mega geil aus. Und ich dachte auch da bei Erfurt, das wäre halt eine Frau, aber in Wirklichkeit war das halt ein Typ gewesen. Das war, ja, vor allem weil die Person auch die gleiche Maske dann aufgehabt hatte, also quasi diese Augenbinde. Und vor allem, das sind ja übelste Absätze gewesen, also übelst lange Dinger, wo du einfach nur denkst, ey, damit läuft halt kein normaler Mensch halt durch die Gegend, außer halt ein Cosplayer. Und ja, war halt ein Typ gewesen, also. Faust hier in dem Shop ist ein 154er Schild. Ich hab schon einen guten Schild, also glaub mir, ich hab da schon. Ja, ich kann das Aufnahme zeigen, sieht geil aus, das Ding. Hast du das gefunden? Gerade gefunden, war ein Level 4er, ein grüner war das, von Tidior. Passt schon. Aua! Hilfe! Hier sind Rex und Bullybox. Jubel! Ich liebe diese Granaten, aber nach einer Zeit brauche ich die auch nicht. Hast du den da gerade fliegen gesehen? Ich hab den da fliegen gesehen, ja. Der kam aus dem Bandasus raus und ist erstmal voll geslidet.
Zu geil. Das ist. Das kannst du gerne drinnen lassen. Das ist lustig. Natürlich, da ist das drinne. Hebel wenn, ziehen. Wenn man denkt, dass es morgen Montag ist. Oh, ich hasse Montag. Ich hasse Montage. Ich auch. Ich bin froh, wenn ich dann 3 Wochen arbeiten muss. Und erstmal keine Schule, dann wieder auf. Aber Bruchschule ist doch eigentlich was viel Entspannteres. Ja, aber wenn man schon nicht aufs Klo gehen darf, das ist schon sehr arg. Ja, dann genau mal an Corona an der Stelle. Ja, echt mal. Warte. Oh, das ist ein Badass. Badass. Oh ja, warte mal. Ich würde gerne mit dir sehen. Badass Marodeur. So gefällt. Tot! Jawohl! Oh ja, jetzt kann ich mein Geschütz ausstellen. Oh, warte. Kurzen Punkt vergeben, so jetzt kann ich mein Geschütz ausstellen. Sehr geil. Ja. Aber der hat nichts fallen gelassen, der blöde Marodeur. Aber da, der hat was zum Wasser fallen lassen. Warte mal, ich geh mal kurz hin. Der hat eine Knarre, der hat eine Titior-Knarre fallen lassen. Ah ja. Wo? Es war eine grüne, im Wasser lag die. Warte, ich kann sie kurz mal rauswummern. Warte. Ja, war eine Titior-Knarre hier. Ich werf's da kurz raus. Das hat der Ding ins Wasser fallen lassen. Okay. Soll ich nehmen? Oder willst du? Oh, na, du hast ja Sniper und Pistole. Nee. Bist du drauf ausgelegt, ne? Also. Ach, bald. Außerdem hab ich da jetzt gerade ein gutes Sniper-Rifle, was ich jetzt anlegen kann. Also. Ach ja, warte. Wir haben ja gerade ein gutes von Sir Hammerlock bekommen. 61 Damage. Das ist schon mal nicht zu unterschätzen, der Schaden. 300 Crit-Schaden, 332 machen. Tot. Zwei Männer beim Sniper, ist das nicht schön? Tot. Und die Granaten. Sehr schön. Wir müssen mal aufpassen, oben könnten auch welche kommen. Genau, die können von oben kommen. Die kommen, aber ich nehme trotzdem mal hier diese weißen Waffen mit. Brauche ein bisschen Geld. Ja, verkaufen, genau. Was ist auf dem Klo? Eine Pumpe, ich könnte eine Pumpe gebrauchen. Von Jacobs. Gönn dir. Dann nehme ich die weiße. Gut. Auf zum fröhlichen Hallo, Jagen. Ja. Oh no. Knatz ist zu weit geflogen, aber sie hat ihn erwischt. Geschütz raus. Deckung. Er kommt. Jo. Lass mich hoch hier. Ja. Zeigt euch, hab dich. Hahaha, schön von hinten mit der Pumpe. Sie ist eingeschlafen. Rachel? Ja. Dann lass dich schlafen. Ja. Ich höre Stimmen. Ich glaube, ich werde schizophren. Da hinten. Hinter dir. Ach, da. Da oben, ja. Oh, okay, jetzt wollen wir da noch einer. Tot. Boah, hab ich den Dublin-Header gedrückt, Junge. Oh, Premium. So, was gibt's denn hier Schönes? Muni. Ich lass den Bullymonk mal runter. Lass das Sushi rollen! Und das. Hallo. Da. Hallo. Zwei tödliche Kreaturen kooperieren, um in dieser rauen Welt zu überleben. Und der Zwerg sieht noch ein Badass, na super. Deckung! Ah, hey, jetzt erwischt. Warte! Und da ist ein Comet Rifle, ich will's haben. Ich hab's noch nicht gesehen, was für Wert es hat, aber nein, Tiger! Muss nicht. Das ist raus. Ich muss irgendeinen Typen erledigen. Erwisch ich ihn noch? Nee, oder? Erwisch ich ihn noch? Nee, wird nichts, okay. Das schneide ich raus. Oh. Ich hab's noch geschafft. Ich lebe noch. Ich halte die Stellung. Sehr gut, halte die Stellung, ich komme hinterher. Stirb! Ja, ich hab jetzt den Bullimon hier vor. Geschütz raus. Ja, pinkel in den Schnee, genau. Oha, Junge. Faust, du hast 2 Battles rausgelockt, da, ey. Pumpe, ja, yeah, ich hab ihn getötet. Wundervoll. Der lässt doch mal eine legendäre Waffe fallen, ne? Hat er jetzt gerade nicht. Der hat nur eine einfache Tidio fallen lassen. Warte, ich komm zu dir, Moment. Ich hab mal von denen Slap Shotgun bekommen. Sledge Shotgun von den Typen da. Ja. Geil.
Brauchen Sie mehr als einen Schuss, haben Sie keine Jacobs benutzt. Wenn das Geld stimmt. Ja, und hier ist noch eine Waffentruhe. Die öffnen wir mal ganz schnell. Mal gucken, was drin ist. Wir teilen natürlich alles, für den Fall, dass du was brauchst. Ja, Knarre. Oh, Elementarfeuerknarre. Ja, die gehört dir, na klar. Jacobs Revolver. Gut, kannst dich bedienen. Ich nehme die beiden. Ich muss kurz mal Waffenvergleich machen, ne? Als neue Knarre auf jeden Fall, das ist safe, ich habe auf jeden Fall eine neue Knarre. Aber was soll ich mir holen? Jacobs? Ja, Jacobs Revolver ist natürlich immer eine gute Wahl. Kannst du beide nehmen. Sehr gut, verkaufe ich mal ein bisschen aus dem Automaten. So. Für den Kapitalismus! Tschüssi, mach's gut. Die verkaufe ich auch. Tidior, weg damit. Ja, die Dinger verkaufe ich auch mal ganz schnell. Wieder ein bisschen mehr Platz im Winter. Damit es nicht ganz so überfüllt ist. Man muss ja nicht gleich hier am Anfang anfangen zu bunkern. Hey, Lul. Das bleib ist ja schon wieder weg. Doch, dann bleibe ich beim Jacobs Revolver, genau. Oh no! Tiger in Gefahr. Warte, ich helfe dir. Ja, Level 6. Level up, wunderbar. Boah, Psycho, Moment. Stirb. Ey, guck mal, wie der hier abhängt. Oh. Stirb. Der hängt im Tisch drin. So, ja, was. So, Skillpunkte vergeben. Hier hängt einer im Tisch drin, Faust. Warte, ich komme gleich hinterher, warte kurz. So, ich komme. Hier. Ach, da, warte, da, warte mal. Der hängt im Tisch drin. Er hängt im Tisch drin, ja. Und der chillt hier seine Base, der war besoffen. Wir saufen bis zum Umfallen, wir saufen bis zum Umfallen. Oh, Schilder. Oh ja, das nehme ich. Was ist hier? Level 5er, warte, was habe ich eigentlich angelegt? Warte, war es auch Level 5? Ich muss kurz gucken. Also ich habe es Level 4 und das hat mehr Kapazität. Also ich würde das nehmen, was gerade auf dem Boden liegt. Gönn dir. Gut. Ich habe doch eins. Ich hab mir einen 167. Dann passt ja. Ich habe schon eins. Alles gut. Bisschen Money eingesammelt. Gehen wir noch hier runter? Noch mehr Geld. Gibt's ja auch noch. Ich wollte gerade irgendwas Kleines. Ach da. Stopp, Zwerg. Du auch. Du auch. Ich muss gleich erstmal. Ich lebe wieder. Ich hau dich kaputt. Stopp, Zwerg. Oh, eine Hyperion. Komm doch mal her. Komm mal her. Bin da. Da ist noch eine Hyperion-Waffe in der Kiste. Oh, warte, Kiste? Welche Kiste? Na da, jetzt nach rechts und dann nochmal rechts. Also die Treppe hier hoch. Nee, die Treppe hier unten, hier. Achso, da unten, ach. Okay, da, achso, da hinten. Da war nochmal eine Weiße. Geil, Level 5 sogar, okay. Macht zwar ein bisschen weniger Damage, aber eine Knarre zu haben ist nicht verkehrt. Vor allem nicht verkehrt, wenn es von Hyperion ist. Das ist wirklich eine gute Waffenmarke. Oh, warte, sind wieder Typen. Moment. Oh, das ist ein Battles. Erledigen wir ihn und plündern ihn. Hab ihn. Gut gemacht. Der hat eine Banditwaffe reingelassen. Na, ich habe ja eine Nerfgun zu einer Banditwaffe umgestaltet. Kann man ja auf mein Profilbild von YouTube ja sehen. So. Dann geht's gleich zu Boom Boom. Das war eine Idee von John Dark gewesen, das war eine gute Idee und dachte ich mir, machen wir einfach mal so. Ja, toll, jetzt hab ich. Oh. Und ja, ich hab's gelesen, du hast da auch ein Gedicht eingeschickt. Ach, stimmt ja. Na, du kommst mir ja schon gleich von Anfang an sehr sympathisch rüber, ne? Jo. Und ich hab auch gesagt, wenn du PlayStation 4 hast, können wir zusammen spielen. Und seitdem sind wir unzertrennlich. Genau. So, da ist er ja. Hallöchen. Beispiel. Wir sind die Blutsbrüder, die schon viele Schlachten gewonnen haben. Darum habe ich auch bei GTA Online gleich hier ein bisschen befördert, weil wir schon verdammt viel erlebt haben. Ja. Wir müssen noch Clip-Trap ansprechen. Clint und ich hatten ein Gentleman's Agreement. Ich bringe ihm die Sachen der Leute, die Jack in Clutch auflegt. Ich will nicht für mehrere Stunden am Stück. Und dann hat das doch. Aber damit ist jetzt
Sieht immer putzig aus, wenn Frauen schlafen. Das auf jeden Fall. So wird's laufen, Kammerjäger. Ein Skinkopf. Mein erster Mat Bingum wird dich umbringen. Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brustkasten. Deinem Brustkasten. So ein toller Mensch. Sei vorsichtig, wenn du Bingum ausschaltest. Er gehört zum Ripper-Clan. Und Ripper heißt so viel wie Zerfetzer. Schätze, du checkst doch. Ich bin der Zerfetzer. Und? Wie war dein Tag, Joe? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Hm, eher nicht, hm? Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Hm? Tiger, was tut das? Alles gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du's weißt. Hey, du bist doch gleich welche gekommen. Okay, bis dann. Wir haben alles getötet beim letzten Mal. Nee, warte, jetzt gleich... nein! Ja. Weil Klepfert nur nicht da ist, oder? Jetzt so. Schön mit der Pumpe. Ach, hast du das gefühlt. Sehr gut. Ich hau dich, ich hau dich. Komm mal her. Tot. Burn, Baby, burn. Was hast du getan? Das war der brennt für mich. Mit Familien und Freunden und... Aber nur ein Witz. Scheiß auf die Typen. Scheiß auf die Typen. Hat er schön gesagt. Ich zermartere mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamant-Pony ein. Ich wollte es dir zu ihren Pissbirnen nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Aschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Durchlöcher sie! Aschgaul ist eigentlich ein perfekter Name. Vor allem bei Tales of the Borderlands, da konntest du ja auch Aschgaul in Jacks Museum betrachten. Man hatte sogar die Wahl gehabt, auf Aschgaul zu schießen. Ich meine, mir war klar, dass es ein echtes Pferd ist, na klar, aber ich wusste das jetzt nicht, dass man da wirklich auf Aschgaul schießt. Ich dachte mir, man schubst irgendwie Aschgaul um oder sowas in der Art. War mir schon ein bisschen unangenehm, als dann auf einmal Blut aus Aschgaul gelaufen ist. Tot. Oh, hoppla, hab ich gerade von Nas weggeschnappt. Ich habe hier noch eine Hyperion-Pistole gefunden. Alles gut. Wahrheit. Okay, gut, dann passt ja. Gut. So, Munition, wunderbar. Und öffne dich! Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist keine Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd. Nur, dass es eben aus... Oh no! Granate! Weißt du was? Ich hole es schnell. Arschball! Ja, jetzt erwischt. Braves Mädchen, oh. Sag hallo. Aschgaul sagt hallo. Tolles Pferdchen. Ja. Man kennt es. Zündet die Leute, ihr Hunde! Blackmar! Und sein Bruder Piu. Jetzt kannst du rumsen! Boom, boom, piu, piu. Oh ja, jetzt rumst du es so richtig. Hm. Oh, geil. Und das Nacht. Ey, Bruder, wollen wir nicht Hause? Komm her, Bruder. Lenken wir ihn ab. Also, ich hab den kleinen Bruder schon getötet. Hat er wahrscheinlich jetzt gedroppt? Nö, nur grün. Ach, guck mal, er hat sogar kommentiert, dass wir seinen Bruder umgebracht haben. Ja, scheiß Rex, lass mich in Ruhe. Haut ab. So, Boom ist auch tot. Oh, das sieht gar nicht mehr so verkehrt aus. Das ist ein grüner. Ja. Heute überlasse ich dir mal die Kanone. Ja. Sehr gut. Da wollen wir mal gucken. Schilde. Nee, nicht. Nicht. Das war das. Fährt uns, naja. Munition geht langsam zur Neige. Wechseln zur Knarre. So, ich stecke mal ein. Ach nee, wir müssen erstmal zu Claptrap gehen, okay. Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Oh, Idee! Untertan, an die Kanone! Schieß das Tor kaputt! Aber erst, wenn ich aus dem Weg. Ich kenn das. Je länger wir warten, desto mehr Kommentare gibt er von sich. Könnte ich ernsthaft beschädigt werden? Egal. Blackmar! Nehmt das, ihr Hunde! Wow. Das Witzige ist, bei diesem einen Wettbewerb, da hat wirklich einer einen Haiku geschrieben,
also wie Zero halt normalerweise spricht, fand ich halt irgendwie total witzig. Fand ich sehr interessant, muss ich zugeben. Ja, hier zum Bett ist ein Auge, oder? Ich sehe ihn, ich schieße schon auf ihn. Mach dich Messer. Oh, gut, Level up. Au, jetzt spiel eine Granate. Sag mal, wir wirft immer weit Granaten rum. Hab dich, ich hab euch alle. Bleib liegen. Oh, mein letztes. Mission geht wieder zur Neige. Okay, Hyperion Knarre. Yippie! Vielleicht habe ich versucht, vor dem Schockfrost auf Captain Flints Schiff eine Meuterei anzuzetteln. Was erklärt, warum seine Männer mich im Moment verprügeln? Stimmt's, Leute? Schnauze! Okay! Claptrap hat also einen neuen Freund, hm? Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Ach, du bist schon vorausgerannt. Okay, ich komme. Warte, ich folge dir. Ich wusste es nicht. Alles gut, ich heile, ich fliege, ich komme. Granate wird geworfen. Das hat wehgetan. Pass auf. Geschütz in Stellung. Gut. Weiter feuern geschützt, bist ein Braves. Du brennst! Nein! Hab dich, ich seh dich, ich seh dich. Granate! Ja komm, die Granate, ich hütte den jetzt, oder? Nein. Okay, jetzt danke. Danke. Gegner sind gerade keine da, okay. Danke. Bitte. Frage, hat jemand meinen Klappkast gesehen? Der kleine Dreckskleid ist vor ein paar Monaten entwischt. Seitdem muss ich auf jeden Alter Satzpointer zurückgreifen. Stirb! Einfach kein Vergleich. Ah ja, Waffentruhe, gucken wir mal rein. Was? Schilde. Wo? Level 5er Schilde. Okay, ich glaube, ich habe auch schon Level 5er. Der ist gut, den nehme ich. Der ist besser als mein jetziger, den ich jetzt hatte, genau. Bedienen Sie sich ruhig. Ich habe mich schon bedient. Sehr gut, dann passt ja. Warum? Tschüss, bis 2:35. Ich sehe also, sie. Auf 3. 1, 2, 3. Granate! Manche fragen dich, warum ich immer wieder dieselben aufgezeichneten Ansagen abspiele. Ich habe eine Antwort. Tot. Ein Tot. Slack. Einfach nur eine Frage, Mr. Flynn. Tot. Immer noch Captain Flynn. Für dich immer noch Captain Flynn. Vor allem, das ist ja einer der Brüder von Zane Flint aus dem dritten Teil. Gibt's nicht noch einen Flint irgendwie bei Dings? Ja, Baron Flint aus dem ersten Teil, den gab's auch noch. Ich sag dir auch einen der Brüder. Oh, Munition, her damit. Ja, das hast du. Den geht gerade allen einer ab, weil die gerade gesleckt werden. Oh, so viel Slack. Hier ist eine Kombat, eine Jacobs Kombat-Waffe. Ich hab ein besseres. Lieblingsfolteropfer und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Oh ja, das hab ich. Lasst euch Zeit. Psycho ist tot. Nächster, bitte. Ach, das ist einer von der ganz großen Sorte, ich sehe schon. Geschütze scharf. Deckung. Nein, du musst mich garantiert nicht umbringen. Hier sind ein paar Medikits. Weiter so geschützt. Ich seh dich. Du bist böse. Tot.
sterben. Ach, das hat doch dieser komische Alien gesagt. Du wirst böse. Ja, ich zitiere gerade aus Borderlands The Free Sequel. Hier rechts die Waffenkiste. Wir haben nur gerade ein paar Troublemaker. Tot! Aber das ist gut an Hyperion. Du kannst damit auch sehr gut auf der Entfernung schießen. Weil, oh, hoppla, eine flammende Maliwan, aber die ist jetzt nicht so prickelnd. Egal, gibt Kohle, her damit. Warte kurz, noch nicht Captain helfen, wir können ja eine Granate reinwerfen. Leute, ihr müsst mich nicht zusammenschlagen. Das mache ich immer. Jetzt brauche ich erstmal Granaten, ich habe gerade... Warte. Hast du Granaten? Dann wirf einen rein. Ach, das sind nur noch die Jüngel von mir.